Geschichtsstunde zu lehren, werden wir eine Pizza bestellen, um die Zeit zu überbrücken. Und also wird es wieder du gegen mich sein? Ein weiteres Mal? Das ist okay für mich. Und ich denke, das ist so, wie es sein sollte. Du und ich für die World, für die WWE Title oder für die WWE Championship bei WrestleMania. Und dann sagt Hunter, ja, das, that's right. Ich denke, die einzige Frage ist, was für eine Art von Match haben wir? Hell in a Cell, war dort, hab's getan, Iron Man, ja, hab ich auch schon. Wie wär's mit Triple H vs. Saki in a No Disqualification Match? Wo wir uns, halt so lange verprügeln, bis einer nicht mehr aufstehen kann, bis zum, Zählzeichen von 10. Blah, the first ever Last Man Branding Match. Ah, a Last Man Branding Match, huh? Also Last Man Standing Match im Prinzip und dann halt für das jeweilige Roster, also Raw oder SmackDown. Blah, 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 I'm gonna bring the... Okay. Das ist also anscheinend mein Saki, dass Hunter ein Märchen erzählt. Blah. Ja, nachdem ich dich besiegt habe, Stacy Keebler und ich werden zu SmackDown zurückkehren mit dem WWE-Title. Und jeder wird danach glücklich sein. Oder mehr glücklich, oder noch mehr glücklich sein als jemals zuvor. Hey! Ach ja, das war doch wieder Labarababa-Session. Also, machen wir weiter. Also. So, habe ich jetzt hier auch noch eine neue Stadt? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich es genau. Continue. Mal gucken. The Deadman Komef. Komef? Komef? Also anscheinend ist irgendwas mit dem Undertaker los. So, Teddy Long und wir. So, alles klar, Saki. Als erstes herzlichen Glückwunsch zum Werden des WWE Champions. Und wie du weißt, bedeutet das, dass der United States Champion Titel nun als vakant erklärt wird, bezogen auf die SmackDown-Regeln. Das ist okay für mich, Teddy. Das ist ja eine doofe Regelung. Ich bin froh, dass jemand anderes den Titel jagen kann, weil der WWE-Titel erstmal unsere Hüfte nicht verlassen wird für eine lange, lange Zeit. Ja, ich verstehe dich da. Na, nun schau. Ich respektiere dich und du bist der neue WWE-Champion. Aber ich werde dich erneut fragen, bedenke bitte noch einmal deine Entscheidung über den Titel aufs Spiel setzen gegen Triple H bei WrestleMania oder gegen irgendeinen anderen Raw Superstar. Teddy, als du mir, also als wir beide einen Vertrag unterzeichnet haben für eine lebenslange Karriere, sage ich jetzt mal, bei SmackDown, du hast mir das Recht gegeben, um jegliches Single-Match zu machen, nach dem Gewinn eines Titels, welches ich will oder so. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich, Player, bla, und das ist, was ich möchte. Ich weiß, du stimmst mir nicht ganz zu und, wir ihm ja die ganze Karriere bei SmackDown zu verdanken haben. Aber ich muss es einfach tun. Und ich werde Triple H antreffen bei WrestleMania. Okay, Doc. Stimmt. Legal gesehen. Ich kann dich nicht aufhalten. Aber falls du nicht fähig bist, bis zu WrestleMania überhaupt zu kommen, dann kann das Match gar nicht geschehen. Und er fragt Saki, was meinst du denn, falls ich es nicht schaffe? Dieses Last Man Branding Match ist ein großes Problem für SmackDown. Und das bedeutet großes Problem für dich. Es tut mir leid, dass ich das tue, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen, Player. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Es gäbe einen anderen Weg. Bring den Käfig runter!
oder bringt den Käfig runter und wir haben jetzt ein Hell in a Cell Match gegen den Undertaker. Spielen wir jetzt Mankind oder was? Auch schön. Ach ja. Gegen den Deadman. Gegen den Deadman. Hatten wir jetzt schon ein Hell in a Cell Match hier in dem Let's Play? Ich weiß es nicht. Aber Let's Play Match. Hell in a Cell Match. Hell in a Cell Matches sind cool. Das muss man sagen. Mein Gott. Ich komme ja auch gar nicht zum Zug hier. Der Big bootet uns und grappelt uns und alles, was er drauf hat. Werde ich erstmal gleich hier rausgehen. Aus dem doofen Ring. So. Ey, gib doch nicht. Jetzt whippt er uns. So, jetzt aber. Geht doch. So, erstmal hier die Cell aufbrechen. Och, Mann. Ja, jetzt haben wir ihn gekontert. Kann ich hier noch ein paar Sachen rausholen? Eine Ringglocke. Bam. Bam. Oh, oh, ein paar Punches mit der Ringglocke, auch schön. Bam. So. Nein, ich will ihn doch da raus haben. Gib es nicht. Na okay, jetzt schickt er uns halt raus, ist auch okay. Jetzt kann er uns auch aufheben. Mein Gott. Mein Götti. Götti. Jetzt ist aber auch mal gut hier. So, oh, das hat er auch gekontert. Gib es nicht. So, jetzt aber. Und einmal noch und dann können wir erstmal hochgehen. Oder, na, ist auch okay. Ist auch okay. So. Und dem Match werde ich übrigens erstmal die Camera Angles ausmachen. Falls wir durch die Cell fliegen. Nein, nicht in den Ring. Mein Gott. Da steht doch nix hier. So, jetzt habe ich ja gekontert. Oder auch nicht. Ne, ich gehe erstmal weg hier. Komm her hier. Ne. So, Brainbuster. Through the table. Hat funktioniert. Erstmal aufstehen. So, komm. Und hier ist es ja in dem Match so, dass es anscheinend nicht False Count Anywhere ist. Und ich verstehe nicht, warum er früher aufsteht als wir. Er hat doch den Brainbuster abgekriegt. Ey! Ey, das gibt es doch nicht, ne? Kriegen wir den Chase Bengel hier nicht? Erstmal hier an Camera Angle. Mann, der Punchen, da bin ich nicht gewöhnt, dass die Leute hier nur punchen. Und dazu hat er noch drei Finisher, die er gleich einsetzen will. Wahrscheinlich. Hat er gekontert wenigstens? Und anscheinend doch nicht. Schade. Mein Götti. Was macht er noch einen oder was? Vielleicht sehen wir ja den Last Ride, den Original, aber ich glaube, der ist gar nicht vergeben hier. So, wenn er uns aufstehen lassen würde. Nein! Nun lass mich. Jawohl! Momentum Shift! Tiger Driver! Bam! Endlich! So, jetzt können wir auch mal hier hochgehen. Geht doch. Geht hier doch. So, dazu sieht so ungefähr auch die Sicht aus von den neueren Spielen, wenn man auf dem Cage ist. Und so wollen wir das ja haben. Also so wollen wir nicht haben, aber so können wir wenigstens was sehen. So, erstmal Lu Test Press. So. Und jetzt machen wir erstmal Brainbuster. Brainbuster! So, und jetzt machen wir. Versuchen wir Last Ride. Versuchen wir den Last Ride. Noch mal hinkriegen. Man weiß es nicht. Jawohl. Mal gucken, ob wir ihn jetzt
durch die Cell schmeißen können. Und... Okay, doch nicht. Probieren wir nochmal. Also, nochmal. So, wahrscheinlich fliegen wir mit runter. Ist nicht so schlimm. Und let's ride! Powerbomb! Hat nicht funktioniert. Dann probieren wir einfach nochmal. Diamond Suckers! Through the Cell. Oder auch nicht. Das, ey, das war so klar, ne? Mit seinem scheiß Monkey-Toss. Wirft uns... Kann doch nicht wahr sein. Jetzt kann ich mir die Camera Angles anmachen, übrigens. Ist doch nicht möglich. Ich steh auf und das Undertaker hat auch sein Momentum Shift. Das heißt, ich... Oh ja, oder auch nicht mehr. Also ich muss ihn bloß am besten einmal pinnen oder so. Also. Probieren wir einen Pin. Und hoffen, es funktioniert mit dem Falcon Arrow. One, two, scheiße. Lass mich wieder raus hier. Oder verarscht, geht auch. So. Bom, okay, das war ein bisschen unnötig. Und der Electrop ist recht. Oh, Mann. Haben wir gekonnt, gut. So. Jetzt probieren wir mal einen Blackwood Slam. Der wahrscheinlich vorbeigeht. Oder Donny Black Hood Slam! Osaki! Nicht schlecht, Double Stump hinterher! So, jetzt aber. One, two, und. Gib es doch nicht! Machen wir Samurai Driver. Samurai Driver, haha! Und in den Pin. Doch nicht. Schade. Probieren wir es nochmal. In den Pin. Scheiße, hat er gerettet. Nein! Jawohl. Oh, scheiße. Noch nicht. Oh, Mann! In den Tombstone! Och, nö, nicht Tombstone Pile Driver. Ich würde nicht pinnen. Ey, den habe ich. Gut, bloß ein Neckbreaker, aber. Jawohl. Den habe ich gekonnt, den habe ich gekonnt, eindeutig. So, Sky High German Suplex. Komm, 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 komm. Jawohl, Sky High German Suplex. So, das muss es jetzt einfach sein. Das muss es jetzt sein. Komm. Cover! One. Two. Ey, das kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Jetzt fliegen wir schon wieder raus. Das kann nicht wahr sein. So, nochmal Finisher, ein Glück. So, Last Ride muss ich jetzt richten. Komm, Last Ride, lass uns nicht im Stich. Und ab in die Höhe und ab ins Wasser. So, Pin. One. Zähl schon, Junge, zähl. Oh. Ey. Langsam ist doch mal gut. Erstmal. Ich versuche jetzt nochmal Superplex und dann einfach. Moonsault. Sitz. Komm, Undertaker ist blau. One, two. Jetzt reicht aber auch. Jawoll. Endlich. Und unser Stamina ganz am Boden, ey. Genau 7 Minuten gebraucht für das Match. Nicht schlecht. Tja, Teddy Long. War wohl nix. Satz mit X war wohl nix da. Ach, schön. Okay, Leute, continue. Warten wir gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Confrontations. Konfrontationen. Auch voll. Spannend. Oh, Stacy! Stacy! Oh, Saki. Ja, hör mal gleich an, genau wie wir. Saki, was machst du hier? Was ist, falls Rick Bischoff dich hier sieht? Er wird dich. Na, nun ja. Ich bin nun hier wirklich der beliebteste Typ im SmackDown Backstage
Room oder ja, in der Umkleidekabine, keine Ahnung, Locker Room. Also ebenfalls bin ich dort eben, ich bin dort ebenfalls nicht so populär. Und ich habe mich entschieden, so lange hierher zu kommen, bis WrestleMania. Bischof kann nichts tun, aber kann nichts Schlimmeres tun. Ja, was auch nicht Teddy oder was Teddy Long nicht auch tun könnte. Und ja, wenigstens kann ich hier so lange mit dir zusammen sein. Und bald gehen wir zusammen zu SmackDown. Alles wird nach meinem Plan verlaufen. Ich habe das WWE Title Match gegen Triple H bei WrestleMania. Ich weiß, ich habe SmackDown gesehen. Ich kann es gar nicht mehr abwarten, Saki. Und falls du Triple H besiegst, dann wird mein Contract zu SmackDown gehen. Aber Saki, ich weiß nicht. Ich habe Triple H vorher noch nicht so gesehen, wie er jetzt ist. Er war so lange schon kein Champion mehr. Und nun, wo er eine Chance hat, den WWE-Title hierher zu bringen, ist dieser Mann einfach besessen davon, den Titel zu gewinnen. Ich weiß.